Zugeschaltet ist jetzt der Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanaset. Herr Professor, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Simon. Sie haben ja bestimmt auch bestimmte Erwartungen an die Bund-Länder-Runde heute. Was glauben Sie denn, was da jetzt im Kanzleramt beschlossen wird? Ja, als Bürger wünsche ich mir natürlich Klarheit, wie es jetzt auch die nächsten Wochen weitergeht und insbesondere was die Strategie betrifft, weil damit muss man jetzt anfangen. Wie soll es nach der Omikron-Welle weitergehen? Wie können wir uns auf den nächsten Herbst und Winter vorbereiten? Und da gibt es einige wichtige Weichen zu stellen, angefangen eben von den Impfungen, also wo soll die denn verpflichtend sein, bis hin zu der Testfrage, die Sie jetzt ja gerade ausführlich auch besprochen haben. Also hier gibt es viele Sachen, wo man letztendlich die Weichen auch stellen muss. Es gibt ja auch jetzt schon Forderungen von Seiten der CSU oder auch der FDP, den Blick nach vorne zu richten, perspektivisch zu lockern. Könnten die Beschränkungen denn nicht spätestens Mitte Februar, Ende Februar lockerer werden, weil dann an Omikron weniger Menschen schwer erkranken? Bis dahin soll ja angeblich der Peak, der Höhepunkt erreicht sein. Das bleibt abzuwarten. Wir sehen ja in einigen Bundesländern, dass die Dynamik bereits bricht. In Bremen hat sich zum Beispiel ein Plateau gebildet und das wird jetzt ganz entscheidend sein. Fallen die Zahlen sogar schneller, als sie gestiegen sind, so wie wir es zum Beispiel in Großbritannien sehen, oder erreichen wir in Deutschland ein Plateau, wo es also nicht so schnell nach unten geht? Das würde ja eine wirkliche Belastung auch nochmal für das Gesundheitssystem darstellen. Das heißt, eine gleichbleibend hohe Anzahl an Infektionen. Und wenn das natürlich in kritische Bereiche hineinkommt, dann muss man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Insofern ist das Vorgehen jetzt richtig, jetzt natürlich in dieser Welle nicht zu lockern. Aber man muss sich eben auf die Situation danach vorbereiten und jetzt dann eben schon mal die Weichen stellen, damit die Daten dann verfügbar sind, auf dessen Grundlage man mögliche Lockerungen beschließen kann. Weil es darf wieder natürlich nicht irgendwie etwas ins Blaue hinein beschlossen werden, sondern auf einer soliden Datengrundlage. Und die ganz entscheidenden Punkte sind dort einmal, wer ist womit geimpft und wer ist genesen? Das sind die entscheidenden Fragen. Ist denn auch eine Verbindung des Delta-Virus, der Delta-Variante mit der Omikron-Variante denkbar, dass wir dann irgendwann mit einem super gefährlichen Virus, das sich auch noch extrem leicht verbreitet, konfrontiert werden? Das sind Spekulationen, daran möchte ich mich nicht beteiligen. Es gibt bisher keine Hinweise weltweit darauf, dass das so eingetreten wäre. Man kann so etwas nicht ausschließen, aber man kann viele andere Sachen im Leben auch nicht ausschließen. Und ich glaube, wir sollten auf Grundlage von Spekulationen nicht die Bevölkerung sozusagen in Geiselhaft nehmen, dauerhaft. Das geht nicht, das ist nicht zu verantworten. Insofern müssen wir uns hier an den wissenschaftlichen Fakten orientieren. Und ich kann es nochmal wiederholen, bisher gibt es keine Hinweise darauf. Und die wichtigste Grundlage, Probleme auch mit zukünftigen Varianten aus dem Weg zu gehen, ist eine hohe Immunität in der Bevölkerung durch Impfung und eben aufgrund einer durchgemachten Infektion. Man würde natürlich immer die Impfung bevorzugen, das ist klar. Wie sähe denn das Notfallszenario aus, wenn es jetzt in der kritischen Infrastruktur doch zu massenhaft Personalausfällen kommen sollte, weil wir pro Tag mehrere hunderttausend Neuinfektionen haben? Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber auch hier gibt es technische Lösungsmöglichkeiten. Quarantäne ist ja letztendlich ein verwaltungstechnischer Vorgang. Auch das kann man ändern. Man kann auch Leute letztendlich in den Betrieben lassen, in den kritischen Infrastrukturen und regelmäßig PCR-Testungen machen. Und damit hat man eine sehr, sehr hohe Sicherheit in Verbindung mit anderen Maßnahmen, die eine Übertragung eben erschweren. Und das muss natürlich auf die kritischen Infrastrukturen fokussiert bleiben. Das ist klar, das kann man nicht bevölkerungsweit machen, aber auch so wäre es eben möglich, dass es nicht aufgrund von Massenquarantäne zu einer kritischen Situation kommt. Aber diese PCR-Tests, die werden jetzt ja für jedermann künftig dann wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Was heißt das denn generell für die Zahlen, wenn jetzt mittlerweile dann die Schnelltests dann eben noch eingesetzt werden? Haben wir dann überhaupt noch ein verlässliches Lagebild?
Ja, das ist eine gute Frage, die Sie stellen. Man muss natürlich auch diese Daten dann letztendlich sammeln und gut auswerten. Und natürlich muss dann dieser Schnelltest, der vielleicht in einem akkreditierten Testzentrum auch durchgeführt wurde, als Bestätigung für einen genesenen Nachweis herangezogen werden. Also das muss jetzt alles schnell umgesetzt werden. Da darf es letztendlich keine Grauzonen und Unsicherheiten geben. Und natürlich das, was uns jetzt schon jahrelang umtreibt, die Datenqualität und auch die Datenauswertung muss besser werden. Und welche Gefahren birgt es, wenn wir eben vermehrt auf die Schnelltests schauen? Die schlagen ja unter anderem eben auch erst bei einer sehr viel höheren Viruslast angeblich an. Ja, also da gibt es vielleicht drei Punkte zu bedenken. Einmal, wer führt diese Tests durch? Das muss natürlich trainiertes Personal sein. Was sind das für Teste? Das sollten die guten Teste sein, die unabhängig gut bewertet wurden, also vom Paul-Ehrlich-Institut. Und eben nochmal die Unterscheidung Selbsttest, die ich zu Hause mache, und wie gesagt die professionellen Tests, die in den großen Laboren gemacht werden. Und natürlich sollte man für einen Genesenstatus dann diese professionellen Tests, die qualitativ hochwertig sind, auch anerkennen. Und natürlich kommen diese Schnelltests dann nicht an die PCR-Teste ran. Das ist in der Natur der Sache. Aber wie gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und wenn es eben diesen Mangel an PCR-Tests gibt, den ich eben auch traurig finde, gerade wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, wo viel mehr Kapazitäten vorhanden sind, dann haben wir ja gar keine andere Wahl. Es bleibt keine andere Möglichkeit, als auf diese Schnellteste zurückzugreifen. Und damit müssen wir jetzt durch diese Omikron-Welle kommen. Vielen Dank, Professor Schmidt-Chanasit, für dieses Gespräch. Dankeschön. Sehr gern.